Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich sein App Store Guthaben aufladen und somit auch den Code von einer Apple iTunes Karte richtig einlösen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe mir mal so einen 15 Euro Apple Gutschein zugelegt und möchte diesen jetzt halt im App Store auf meinem iPhone richtig einlösen. Das Ganze funktioniert natürlich am iPad zum Beispiel genauso und der Code, den könntest du zum Beispiel auch per E-Mail bekommen haben oder dieser befindet sich auf dem Kassenbon. Außerdem kannst du das Guthaben danach nicht nur im App Store verwenden, sondern zum Beispiel auch direkt in irgendwelchen Apps wie zum Beispiel Spiele oder damit auch deinen iCloud-Speicher erweitern. Hierfür müssen wir in unserem iPhone erst einmal die App Store öffnen und hier rechts oben haben wir dann auch schon unser Benutzerbild bzw. Profilbild, wo ich mal draufklicken kann und dann gibt es da noch den Reiter Karte oder Code einlösen und da haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir das Ganze entweder manuell eingeben oder wie in meinem Fall möchte ich die Kamera verwenden. Davor müssen wir aber erst einmal den Code auf unserer Gutscheinkarte freimachen. Dieser kann zum Beispiel auch irgendwo etwas versteckt sein. In meinem Fall muss ich einfach die Karte einmal umdrehen und das geht am leichtesten, indem wir einfach eine zum Beispiel 1-Euro-Münze nehmen, dann können wir es auch schon abruppeln oder du kannst normalerweise auch einfach hier dieses Feld abziehen, das den Code auch versteckt. Als nächstes gehe ich wie gesagt mal auf Kamera verwenden und dann sollten wir nämlich auch schon den Code normalerweise automatisch erkennen. Sicherheitshalber wird noch nach der Face-ID bzw. nach deinem Passwort gefragt, weswegen ich hier auch mal zweimal außen drauf drücke. Und wir bekommen sofort die Bestätigung, dass die 15 Euro unserem App Store Konto gutgeschrieben wurde, weswegen ich hier unten mal jetzt in App Store einkaufen draufklicke und wir können natürlich das Guthaben auch dementsprechend irgendwo verwenden. Und somit haben wir jetzt auch schon einen Apple Gutschein richtig eingelöst. Bevor ich es vergesse, hier oben rechts einfach nochmal auf das Profilbild draufklicken und wir können immer unser aktuelles Guthaben sofort sehen. Wenn du dir auch so einen App Store Gutschein für dich oder auch für Freunde zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.